Leute, Leute, was hat Konami da wieder gemacht? Eine neue Banliste ist draußen. Und ja, ich habe ein bisschen darauf gewartet, dass jetzt in Death Pro das Ganze aktualisiert wird. Sprich, am 14.07. kommt die offiziell raus. Bei Death Pro ist sie jetzt schon drin. Man wusste schon seit längerer Zeit, was die Änderungen sind, aber ich wollte warten, dass ihr hier die richtigen Limitierungszahlen seht. Und als ich heute gekommen bin, wieder online, kam ein Update und jetzt ist das Ganze aktualisiert. Und es umfasst 7 Neuerungen und ja, ist eine ziemlich kleine Bandliste und eine ziemliche WTF-Bandliste. Aber wir schauen die uns einfach mal an. Die erste Karte ist Getriebjägertriebe, eine elementare Getriebjägerkarte und die war damals nicht limitiert und jetzt ist sie instant auf 1 gesetzt worden. Ich hätte ja persönlich den Mittelweg auf 2 besser gefunden, aber okay. Der Effekt ist sehr gut, muss man sagen. Beschwöre 2 Getribiano-Monster als Spezialbeschwörung von deinem Deck und erhöhe ihre Stufen um 1. Du kannst nur ein Getriebjägergetriebe pro Spielzug aktivieren. Das war oft für den OTK ganz sinnvoll und eine der wichtigsten Karten. Und man drängt Getriebria damit in Richtung, die nicht gerade gut ist, weil das ist schon ein starker Nerf. Man zwingt sie eigentlich schon damit dazu, mit Karakuri zusammenzuarbeiten, um noch wirklich gut zu sein. Dementsprechend ist Getriebria-Getriebe auf 1 zu setzen schon etwas hart, gerade weil jetzt die neuen Deckthemen draußen sind, zum Beispiel Schattenmarionetten, Satellaritter und so. Und ja, da wäre es schon wichtig, dass Getriebria sowas hier behält, aber okay. Ich persönlich habe ja sowieso darauf gehofft, dass Satella oder Schattenmarionetten ein bisschen genervt werden, aber leider vergebens. Stattdessen sind einige ziemlich unnötige und einige wirklich sehr, sehr seltsame Neuerungen passiert. Die nächste Neuerung ist Magier des Glaubens. Ja, die Neuerung ist komplett unnötig. Die war auf 1 gesetzt, nachdem sie auf 1 gesetzt wurde vom Verbotensein bei der letzten Bandliste. Und jetzt ist sie halt auf 2. Flip-Beschwörung, wähle eine Zauberkarte in deinem Friedhof, füge das gewählte Ziel deiner Hand hinzu. Ich sag mal so, die ganzen overpowerten Zauberkarten sind verboten worden. Wiedergeburt, Raigeki, Kartenzerstörung, etc., Topf der Gier, was weiß ich was. Was man sich mit Magier des Glaubens zu Beginn von Yu-Gi-Oh! Geholt hat, weil das ist schon eine ziemlich alte Karte. Und dadurch ist jetzt Magier des Glaubens langsam wieder erlaubt worden. Problem ist nur, man hat es bei der letzten Bannliste von verboten auf 1 gesetzt, wie gesagt. Und was ist passiert? Niemand hat diese Karte gespielt, weil sie einfach unnötig ist. Ich habe nur ein, zwei Decks, wo ich die mal drin hatte und das war da auch keine wichtige Karte. Die habe ich da einfach nur reingemacht, weil sie halt reingepasst hat. Dementsprechend, Magier des Glaubens ist hammer unnötig und könnte instant auf 3 gesetzt werden, weil es sowieso keine Sau spielt. Eine Limitierung ist also komplett sinnlos. Deswegen die Limitierung auf 2. Ja, okay, kommt der Sache näher zum eigentlichen Ziel, wo es halt Kill sollte, auf 3, weil es der Limitierung einfach keinen Sinn macht. Aber ich kann nicht verstehen, warum sie nicht direkt auf 3 gemacht haben. Vielleicht haben sie Angst vor irgendeinem Fun-Deck, das sich jeder eine ausdenken könnte. Aber ganz im Ernst, Magier des Glaubens ist ja schon eine gute Karte, aber wird nicht gespielt, wird von niemandem mehr benutzt. Dementsprechend ist eine Limitierung unnötig. Dann haben wir Verstärkung für die Armee, eine sehr, sehr mächtige Karte. Und dass die von limitiert auf halb limitiert gesetzt wurde, ist richtig dumm. Effekt: Füge deiner Hand ein Monster von Typ Krieger der Stufe 4 oder niedriger von deinem Deck hinzu. Ganz einfach, jedes Deck, bei dem diese Karte irgendwie Support finden würde, würde die Verstärkung für die Armee ab heute zweimal spielen. Und das Problem ist, dass man die Karte damals schon fast immer gezogen hat und dass sie immer richtig geil war auf der Hand. Und ich finde die Karte auch ziemlich OP, weil halt Suchkarten ohne wirkliche Kosten immer richtig OP sind und die auch in vielen Decks gespielt werden können. Dementsprechend finde ich, Verstärkung für die Armee von 1 auf 2 zu setzen, keine gute Entscheidung. Das ist gerade die falsche Richtung. Verbieten würde ich es jetzt auch nicht. Ich denke, dass sie war auf 1 ganz gut. Aber wenn man die Karte zweimal in einem Duell ziehen könnte, könnte das schon sehr unfair werden für den Gegner. Deswegen bin ich der Meinung, dass sie auf 1 sehr, sehr gut aufgehoben war. Dann kommen wir zum Dimensionsgefängnis. Ja. Und auch zur Spiegelkraft. Die möchte ich eigentlich gleichzeitig behandeln. Das sind zwei Karten, die halb limitiert waren und jetzt vollkommen erlaubt sind. Ich sag's mal so, man hat von jeher an sich immer entscheiden können, was möchte ich spielen, Dimensionsgefängnis oder Spiegelkraft. Beide waren auf 2. Viele haben es dann so gemacht, dass sie ein Gefängnis und eine Spiegelkraft gespielt haben. Manche waren auch Befürworter von einer der beiden Karten und haben die dann zweimal gespielt. In wirklich Decks, wo man sehr, sehr viel Backrow braucht, hat man dann halt zweimal das gespielt oder wie auch immer. Dementsprechend, die Karten sind im Prinzip gleich gut. Ja, jede Karte hat ihre Fans und ihre Stärken. Spiegelkraft kann halt mehrere Monster loswerden, aber halt nur auf den Friedhof schicken. Und Dimensionsgefängnis könnte jedes Bossmonster wie Beals direkt verbannen, was es halt auch sehr cool macht.
Und ein Fakt ist einfach hier sehr wichtig, die beiden Karten sind richtig overpowered und stark. Beide Karten gehören zu den besten Backdraw-Karten überhaupt und dass die jetzt auf 3 gesetzt werden, ist lächerlich und dumm. Weil, im Ernst, wie viele Noobs werden jetzt einfach dreimal in ihr scheiß Deck die Spiegelkraft reintun und dann wird jedes Mal, wenn ihr angreifen wollt, ihr noch mehr Angst haben, dass der irgendein Dimensionsgefängnis oder eine Spiegelkraft liegt, das finde ich extrem nervig. Ich finde es eh schon nervig, dass man immer wieder um Backdraw zittern muss und dann was riskieren muss, aber mit Spiegelkraft auf 3 und Dimensionsgefängnis auf 3 wird es jetzt schlimmer werden. Und das finde ich nicht gut. Besonders weil, wie gesagt, die beiden Karten richtig gut sind. Also, Karten, die auf 3 sind, dürfen nicht so overpowered sein wie eine Spiegelkraft. Ich meine, ich habe ja ein Format mit den besten Karten in Yu-Gi-Oh! Und ganz im Ernst, die beiden Karten sind nominiert dafür. Die werden auf jeden Fall irgendwann mal kommen. Und dass die auf 3 sind, die Karten, die in so ein Format kommen, sollten nicht auf 3 sein, ist meiner Meinung nach. Dementsprechend, dass die auf 3 sind, finde ich scheiße. So, dann kommen wir zur behindertsten Neuerung, die ich je gesehen habe. In einer Bandliste, nämlich der Goyo-Wächter. Das ist das beste Level 6 Synchro, das jemals erfunden wurde. Es hat kein bisschen Konkurrenz, denn es gibt eigentlich fast keinen wirklich guten Level 6 Synchron, der jetzt wirklich aus der Masse heraussticht. Und Goyo-Wächter war da schon immer einfach nur der Boss. Das ist so unfair stark, hat einen so unfairen Effekt, hat so unfair viele Angriffspunkte. Dass die Karte wieder vom Verboten auf 1 gesetzt wurde, ist richtig dumm. Effekt, wenn diese Karte ein Monster deines Gegners durch Kampf zerstört und auf dem Friedhof legt, kannst du das Monster als Spezialbeschwörung in offener Verteidigungsposition auf deine Spielfeldseite beschwören. Boah, das ist Big Eye. Das ist so Big Eye-mäßig. Ihr könnt über Monster vom Gegner drüber gehen und habt's dann selber. Ihr könnt ihm seine Effekte nutzen, ihr könnt es als Materialien verwenden, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Und das macht Goyo-Wächter einfach nur unfair. Es hat wie gesagt keine große Konkurrenz, es gibt da so das ein oder andere Vieh mit 2500 Angriff oder so und einem halbwegs guten Effekt. Aber das Vieh hier hat einfach mehr Angriffspunkte und hat noch einen richtig unfairen Effekt. Das ist... Nein, das erlaubt man nicht, das ist einfach zu stark. Man wird die ganzen anderen Level 6er Synchron jetzt fast gar nicht mehr spielen. Was ich noch lächerlicher finde, den auf 1 zu setzen. Ganz einfach, Synchromonster kommen meistens eh nur einmal aufs Feld im Duell. Ganz einfach, weil man meistens oder sehr oft 15 verschiedene Karten ins Extra-Deck tut, damit man eine breite Masse an Möglichkeiten hat. Dementsprechend wird Goyo-Wächter eh meistens nicht öfter als 1 gespielt werden. Und da können sie gleich auf 3 tun, auf 3 machen, wenn sie so eine overpowerte Karte drin lassen in Yu-Gi-Oh! Deswegen, also Goyo-Wächter, nee, der gehört verboten auf jeden Fall, der ist viel zu mächtig. Unfair hoher ATK, unfairer Effekt und das für eine Kosten von 6 bei der Synchro-Beschwörung ohne weitere Bedingungen. Das wird in jedem Deck gespielt werden, das jetzt auf Stufe 6 kommt mit Synchro und was mit Empfänger spielt. Dementsprechend sollte diese Karte sofort wieder postwendend verboten werden, aber ich mache jetzt mal eine Prognose, die Karte wird nie wieder verboten werden. Wenn die Karte schon wieder zurückholen von der Verbandliste, dann wird die auch nicht wieder dahin zurückkehren, da bin ich mir sicher. Und das ist scheiße. Formelsynchron, auch eine recht interessante Karte, hat man für den Quasarschuppendrache benutzt und für den Roten da auch, ich weiß gerade nicht, wie dem sein Name genau ist, auf jeden Fall für diese Level 12er Synchro, die wirklich OP sind und mit denen man dann das Spiel macht. Ist halt ein Synchro-Monster, was gleichzeitig als Empfänger gilt und so. Und der Effekt, wenn diese Karte als Synchro-Beschwörung beschworen wird, du kannst eine Karte ziehen, während deiner Main-Phase deines Gegners, du kannst ein Monster als Synchro-Beschwörung beschwören, indem du diese offene Karte, die du kontrollierst, als Synchro-Material-Monster verwendest. Dies ist kein Schnelleffekt. Ja. Ich sag mal so, wie gesagt, in einem Extra-Deck sind meistens 15 verschiedene Karten drin, gerade in einem Synchro- oder XE-Deck. Dementsprechend macht das keinen Sinn, die Karte auf 2 zu setzen, weil die kommt in einem Duell meistens nur einmal raus. Und wird auch nur einmal gespielt, weil, wie gesagt, im Extra-Deck ist kein Platz. Das sind nur 15 Karten, passen da rein. Da tut man seltenst zweimal dieselbe Karte rein, es sei denn, man hat wirklich das Bedürfnis. In Formelsynchron kann ich mir nicht vorstellen, dass da jemand zwingend die Karte zweimal bräuchte. Dementsprechend finde ich die Neuerung eigentlich gerechtfertigt, weil die Neuerung egal ist. Und ich sag mal so, wenn man eine Karte mehr erlaubt, die damals mehr verboten war, wie jetzt zum Beispiel hier, von 1 auf 2, bei der die Neuerung dann im Endeffekt scheißegal war, dann kann man sie auch gleich auf 3 setzen.
Und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand ein overpowertes Fun-Deck mit dreifachem Formelsynchron hinbekommen würde. Deswegen, warum setzt ihr die nicht einfach auf 3? Genauso wie Magier des Glaubens. So, die Bannliste allgemein. Nochmal die Karten betrachtet. Magier des Glaubens spielt keine Sau, deswegen gehört ihr auf 3. Getriebe ist schade. Ich hätte es auf 2 gesetzt. Ist schon ein bisschen zu stark, um es auf 3 zu lassen, denke ich. Aber auf 2 wäre die sehr gut aufgehoben gewesen. Verstärkung für die Armee. Sofort wieder auf 1 setzen. Ist lächerlich, die auf 2 zu setzen, weil sie einfach zu stark ist. Ist eine Suchkarte ohne Kosten. Die beiden Karten hier beide wieder auf 2 sofort, weil Spielkraft auf 3, die ist schon, keine Ahnung, seit Beginn von Yu-Gi-Oh! Dabei und ist immer overpowered gewesen. Und jeder zittert bei jedem Angriff, dass Spiegelkraft da liegt. Warum setzt man die denn auf 3? Und wie gesagt, im Illusionsgefängnis ist es genauso schlimm. Die Karten auf 3 zu setzen, ist keine gute Idee. Und Gojo-Wächter vom Verboten auf 1 zu setzen, ist lächerlich und behindert. Deswegen werfen die mal kurz hier raus. Tschüss. Denn die möchte ich nie wieder sehen. Klar, in den ganzen Synchro-Decks, die ich jetzt habe, kommt Gojo-Wächter natürlich instant rein. Ich meine, wenn ich die spielen kann, tue ich das gerne, aber sie ist halt viel zu stark. Und es ist lächerlich, dass die Karte erlaubt wurde. Ich würde sagen, das war's mit der kleinen Bannlist. Wie gesagt, kein langes Video, es sind noch nicht viele Neuerungen passiert. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr den Daumen nach oben geben, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten DevPro-Video oder beim nächsten Let's Play, wie auch immer. Ciao!